Ja, hallo zusammen. Heute soll es um das Beryllium 7 gehen. Das ist tatsächlich ein bisschen was Besonderes, wie ich finde. Es handelt sich dabei nämlich um ein sogenanntes kosmogenes Radionuklid. Also kein künstliches Radionuklid, wie beispielsweise Americium-241 oder Cäsium-137, die sich in den Videos über die Altlasten am Karlsruher Institut für Technologie wiederfinden. Und es ist zwar ein natürliches Radionuklid, aber kein primordiales Radionuklid, wie beispielsweise Uran oder Thorium, und auch kein radiogenes Radionuklid, wie die Zerfallsprodukte eben von Uran, Thorium, beispielsweise das Radium-226 oder das Radon-222, sondern eben, wie der Name schon sagt, ein Nuklid, das ständig nachgebildet wird durch die Interaktion von hochenergetischer kosmischer Strahlung mit den Elementen unserer Erde. So also entstehen die kosmogenen Radionuklide. Und das Beryllium-7 in dem Fall tatsächlich über Spallationsreaktionen. Dabei zerschießt die kosmische Strahlung den Stickstoff und den Sauerstoff in unserer Stratosphäre. Und bei dieser Wechselwirkung entstehen dann Kernfragmente, von denen das Beryllium-7 eben ein Vertreter ist. Und ja, wenn es dann entsteht in wirklich äußerst geringen Konzentrationen, dann heftet sich das Beryllium-7 nach seiner Bildung recht schnell an Aerosolpartikel an und wird dann je nach atmosphärischen Bedingungen mehr oder weniger schnell, vor allem über Niederschläge, also Regen, aus der Atmosphäre ausgewaschen. Beryllium-7 hat eine Halbwertszeit von gut 53 Tagen und zerfällt über Elektroneneinfang zu stabilem Lithium-7. Und in gut 10% der Fälle entsteht dabei zunächst das metastabile Lithium-7, das dann über die Emission von einem Gamma-Quanten mit der Energie von 466,7 Kiloelektronenvolt in Grundzustand übergeht. Und diese Gamma-Emissionen, die kann man ja ganz gut mit einem Gamma-Spektrometer messen, prinzipiell. Ja, das einzige Problem ist, wie bekommt man das Beryllium-7 in den nötigen Konzentrationen angereichert? Das ist gar nicht so einfach, weil die Aktivitätskonzentrationen in mittleren Breiten im Regenwasser in der Regel nur wenige Becquerel pro Liter betragen, teilweise sogar noch weniger. Und das heißt, wenn man jetzt frisch gefallenen Niederschlag hernimmt und den direkt vermessen möchte mit Hobby-Equipment, dann wird man enttäuscht sein, denn da wird man nicht viel finden. Wenn man Glück hat und schnell ist, findet man noch die Radon-Töchter, die kann man auch ganz gut rausfiltrieren über die Glasfaser-Filtermethode von Professor Philipsbaum beispielsweise, die ich in einem separaten Video mal noch vorstellen werde. Aber das Beryllium-7 bekommt man jetzt nicht einfach zu sehen, wenn man nur einige Liter von Regenwasser da irgendwie filtriert. Das heißt, man muss größere Mengen an Wasser hernehmen und muss die irgendwie behandeln. Da gibt es in der Literatur ganz unterschiedliche Herangehensweise. Man kann eine Kofällung machen mit Eisen beispielsweise. Man kann das natürlich rein prinzipiell, wenn man die energetischen Möglichkeiten hat, eindampfen. Ja, kam für mich jetzt auch nicht in Frage. Man kann auf natürliche Filter zurückgreifen. Also gibt Berichte, dass man in dem Dreck aus der Dachrinne beispielsweise das Beryllium-7 finden kann. Ich habe das schon mal versucht. Hab da allerdings nur die Radon-Tochter Blade 210 gesehen. Also das bleibt dann am Schluss übrig, wenn die kurzlebigen Zerfallsprodukte, die kurzlebigen Töchter schon zerfallen sind, also Blade 210, Bismut 210, dann bleibt es, sorry, Blade 214, Bismut 214. Wenn die zerfallen sind, dann sieht man, wenn man Glück hat, noch das Blade 210. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das Blade 210 aus der Dachrinne. Ich habe damals aber kaum, wenn überhaupt, nur ansatzweise Beryllium-7 gesehen. Und deswegen habe ich mich jetzt nach einer anderen Methode umgeschaut. Und was ich da genau gemacht habe, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe mich für einen Ionentauscher entschieden. Ionentauscher, wie der Name schon sagt, tauschen eine Sorte Ionen gegen eine andere Sorte von Ionen aus. Und wir haben es hier mit Beryllium 2+ zu tun. Das heißt, das Produkt sollte eine Affinität zu zweiwertigen Ionen haben. Und es trifft sich ganz gut, denn wenn man mal ins Periodensystem schaut, dann sieht man, dass Beryllium 2+ ein Erdalkali-Metall ist. Und unter Beryllium steht Magnesium und Calcium.
Und diese zwei Erdalkalimetalle, beziehungsweise die Ionen davon, die möchte man aus ganz anderem Grund sehr häufig aus Wasser zurückhalten. Nämlich, wenn man das Wasser enthärtet. Das heißt, man kann hier einfach auf kommerzielle Produkte zurückgreifen, die für die Wasserenthärtung gemacht worden sind und die halten dann mit mindestens bis zu einem gewissen Grad auch das Beryllium 2 Plus zurück. Und ich habe mich hier für ein Produkt entschieden, nach kurzer Online-Recherche, dass es so abgepackt, wie hier zu sehen, in solchen Beuteln gibt. Wenn man ein bisschen reinzoomt, dann sieht man, dass das Ionentauscherharz hier aus kleinen Kügelchen besteht, die in einem feinmaschigen Kunststoffnetzbeutel hier enthalten sind. Das neue Produkt ist natürlich strahlend weiß und nicht so grau wie mein Beutel hier. Das liegt einfach daran, dass der schon einiges an Regenwasser gesehen hat. Und laut Beschreibung ist es so, dass dieses Ionentauscherharz hier viele zwei- und dreiwertige Ionen zurückhält und gegen Natriumionen austauscht. Der pH-Wert bleibt daher quasi auch mehr oder weniger konstant. Ich habe diesen Beutel einfach zusammengerollt und dann in ein Abflussrohr einer Carport-Überdachung gepackt. Die effektive Dachfläche von diesem Carport ist grob geschätzt ungefähr 75 Quadratmeter und meine Wetterstation hat in dem betreffenden Zeitraum von 2 Wochen knapp 40 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag registriert innerhalb von 2 Wochen. Ja, und es ist leider so, dass aufgrund der Konstruktion nicht 100% des Niederschlags durch dieses Rohr abfließen. Ein bisschen was geht da auch daneben. Und ich habe den Beutel auch nicht 100% passgenau in das Rohr reinbekommen. Das heißt, auch im Rohr ist mit Sicherheit ein kleines bisschen an Wasser am Beutel ohne Kontakt vorbeigeflossen. Aber von den rechnerisch theoretisch knapp 3000 Liter sollten schon mindestens einige hundert Liter hier angekommen sein, wo sie hin sollten. Ja. Und man muss natürlich auch noch im Hinterkopf behalten, dass das Produkt nicht für so eine Durchfluss-Ionen-Austausch gemacht wurde, sondern eigentlich legt man das in die Kaffeemaschine und dann kann der Ionenaustausch hier über längere Zeit passieren. Wenn man das natürlich jetzt in so ein Rohr reinpackt, dann ist die Kontaktzeit relativ kurz, wenn das Wasser nur durch oder dran vorbeifließt und die Austauschrate mit Sicherheit nicht ganz so hoch, wie wenn man das jetzt in einem gut durchmischten System längere Zeit lagert. Der vierte Beutel hatte jetzt seit dem letzten Niederschlagsereignis einige Tage Zeit zu trocknen und ein bisschen Zeit sollte man ihm auch geben, einfach deswegen, dass die Aktivität von den Radon-Töchtern, also explizit Blade 214 und Bismut 214, abgeklungen ist. Die wollte ich hier auf jeden Fall nicht mehr sehen. Ich werde den Beutel jetzt einfach mal ins Gamma-Spektrometer packen und den Zeitraffer starten und dann sieht man relativ schnell, wie gut der Austausch von Beryllium 2 Plus gegen Natrium 2 Plus, gegen Natrium Plus hier geklappt hat. Ich denke, man kann absolut erkennen, dass dieses Spektrum selbst ohne Abzug vom Hintergrund für sich spricht. Die 477 Kiloelektronenvolt-Linie vom Beryllium 7 ist sehr schnell zu sehen und sehr klar abgezeichnet. Und abgesehen vom Kalium 40 und Thallium 208 weiter vorne, die ich sowieso immer im Hintergrund mit drin habe, sieht man keine weiteren Peaks. Das heißt, es sind mindestens keine weiteren gamma-aktiven Radioisotope hier mit im Ionentauscher hängen geblieben. Und interessant wird es natürlich jetzt auch, wenn man sich mal anschaut, noch was ist es denn an Aktivität von Beryllium 7, die jetzt hier im Ionentauscher drin sind. Deswegen habe ich mir im Nachgang dieses Spektrum auch nochmal mittels einer selbstentwickelten Kalibration angeschaut. Diese Kalibration ist an eine Jekyll-Westmeyer-Funktion angelehnt und Polynomfit. Zu beachten ist vielleicht, dass die Messgeometrie jetzt nicht ganz der entspricht, mit der die Kalibration gemacht wurde. Ich habe diesen Beutel zwar versucht, in eine möglichst ähnliche Geometrie zu bekommen, das hat aber sicher nicht 100% funktioniert. Und auch die Matrix ist nicht 1:1 vergleichbar. Und ich denke trotzdem, bekommt man eine Größenordnung, die ganz gut passen sollte. Und die Zahl, die ich hier rausbekommen habe, sind 600 Becquerel an Aktivität, die hier an Beryllium 7 enthalten sind. Und es ist auch durchaus im realistischen Bereich, wenn man sich überlegt, es waren wahrscheinlich eben etwas weniger als 3000 Liter mit einer Aktivitätskonzentration von irgendwo zwischen 0,5 und 2 Becquerel pro Liter vielleicht.
dann ist es durchaus mit einer Austauschrate, die sicher kleiner als 1 ist, in dem Bereich, der realistisch ist hier. Und wenn man das noch umrechnen möchte, mal in eine Menge, dann sieht man, wie super empfindlich auch im Hobbybereich die Gammaspektrometrie ist. 600 Becquerel an Beryllium-7 entspricht nämlich gerade mal 47 Femtogramm. Also 47 mal 10 hoch minus 15 Gramm an Beryllium-7, die hier enthalten sind. Ich denke, ein sehr schönes Experiment und deswegen bin ich ganz froh, dass es geklappt hat mit dem Ionentauscher und ja, das war's an der Stelle. Bis zum nächsten Mal.